Hi, ich habe heute einen Style & Talk für euch. Das letzte hat mir und euch so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte das in diesem Jahr weiterführen. Das heißt, ich werde mich in diesen Videos schminken, mir irgendwie einen Look schminken, mich fertig machen, aber das ist eher nebensächlich. Eigentlich geht es um ein bestimmtes Thema, was ich besprechen möchte. Und im heutigen Video soll es um meine Ziele, meine Goals 2018 gehen. Ich schreibe mir sowas nicht immer auf, aber in diesem Jahr, finde ich, hat das ganz gut gepasst und ich würde sagen, wir beginnen. Als erstes trage ich den Smashbox Hydrating Under Eye Primer auf. Den habe ich auf jeden Fall schon mal ausprobiert, aber es ist schon länger her. Ich habe irgendwie aus meinem Gedächtnis verbannt, wie ich den davor schon mal fand. Und an dem ganzen Gesicht benutze ich den Laura Mercier Foundation Primer in Radiance. Schreit auch nach meinem Namen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Primer-Typ, aber ich brauche in diesem Jahr hoffentlich wahrscheinlich ein Produkt, was mein Make-up davon abhält, durch die Gegend zu rutschen und den ganzen Tag zu halten. Deswegen probiere ich mich gerade aus mit sämtlichen Primern. Falls ihr den ultimativen Primer gefunden habt, sagt mir bitte Bescheid. Und weil das noch nicht genug ist, benutze ich noch einen Primer und zwar von Smashbox den Iconic Primer Stick. Ihr fragt mich immer ganz, ganz oft, was ich empfehlen kann, wenn man so größere Poren hat. Und ehrlich gesagt beschäftige ich mich damit gar nicht so, weil ich das gar nicht so schlimm finde, aber weil ich den schon so lange rumliegen habe, oh mein Gott, dachte ich, ich probiere den mal aus. Boah, das ist wie ein Weichzeichner, das ist ja Wahnsinn. Und dann kommen wir auch schon zur Foundation bzw. zur CC Cream. Ich habe mir in Miami, glaube ich, die IT Cosmetics CC Cream gekauft. Mit Lichtschutzfaktor 50, ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt hier in der Kamera sehr, sehr hell aussehen wird. Und dann kommen wir zum ersten Ziel und das ist auch das allergrößte Ziel. Und das ist meine Hochzeit. Pablo hat mir im September letzten Jahres den Antrag gemacht. Und ja, seitdem ist irgendwie nur Stress. Ich bin total überfordert. Und Leute, man denkt sich als kleines Mädchen so, oh mein Gott, das wird der schönste Tag in meinem Leben. Wird es wahrscheinlich auch. Aber der Weg dorthin, wow. Also ich habe echt schon mehrmals gesagt, nee, kein Bock mehr. Nee. Ich bin immer noch nicht weiter. Sagt mir mal, ob ihr einen Style & Talk haben wollt, nur zu dem Thema. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist jetzt zu 99% sicher und das ist das Datum und der Ort. Und alles andere wird sich jetzt fügen und da werde ich die nächsten Wochen jetzt anfangen zu planen. Aber also das war wirklich eine Odyssee. Es war wirklich unglaublich. Ich habe so viele Tränen verdrückt. Das ist echt schlimm. Und ich werde euch auch auf jeden Fall die nächsten Wochen fragen zu bestimmten Themen, je nachdem, was ich gerade versuche abzuarbeiten. Also falls ihr in Berlin und Umgebung geheiratet habt, dann bitte, bitte seid bei Instagram aktiv. Gerade bei den Stories werde ich dann wahrscheinlich fragen, hey, habt ihr Tipps zu dem und dem und dem? Da habt ihr auf jeden Fall bis jetzt schon gute Tipps gehabt für mich, aber es war alles so pff. Und ich hatte noch gar nichts geplant und jetzt fange ich langsam an. Das war es auf jeden Fall zur CC Cream. Sieht gerade ganz gut aus. Ich werde jetzt einen Flüssig-Highlighter auftragen. Das ist von Becca Shimmering Skin Perfector in der Farbe Moonstone. Oh, das war, glaube ich, viel zu viel. Ich habe den nämlich schon so lange nicht mehr getragen, dass es für mich quasi wie so ein neues Produkt ist. Oh mein Gott. Und ich habe scheinbar völlig vergessen, wie wenig man davon braucht. Okay, also falls ich in diesem Video aussehe wie eine kleine Disco-Kugel, dann wissen wir warum. Geht doch. Und seht ihr diesen Glow? Bevor ich jetzt weitermache, habe ich mir gerade ein bisschen Lip Butter aufgegeben von Coris in der Duft-Geschmacksrichtung Jasmin. Schmeckt so ein bisschen nach Popcorn eher oder so nach was süßlichem Zuckerwatte eher. Und hat so eine leicht rosige Farbe, mag ich sehr gern, ist ein alter Favorit. Ich suche gerade meinen Concealer, hier ist er. Das ist von Laura Mercier, der Candle Glow Concealer and Highlighter in der Farbe 01. Den habe ich schon mal geswatcht, aber irgendwie noch nie benutzt. Den gebe ich mir hier auf und solange ich den auftrage und auch gleich mit dem Beauty Blender verblende, werde ich euch über mein nächstes Ziel erzählen und das ist, fülle deinen Bullet Journal. Ich weiß nicht, ob ihr auch so viele YouTuber in eurer Abo-Liste habt, die gerade Bullet Journaling betreiben, aber ich schon und ich habe nach irgendwas gesucht, wo ich ein bisschen wieder kreativer sein kann. Ich bin mein ganzes Leben lang eigentlich sehr kreativ gewesen, immer in der Mal- und Zeichenschule gewesen, habe gezeichnet, gemalt, Ölmalerei, was auch immer, getöpfert und designt und so weiter. Und habe das so ein bisschen verloren, sage ich mal, in dem Maße zumindest. Für mich ist mein Job immer noch total kreativ und das schätze ich auch sehr.
Übrigens sehr, sehr leichte Deckkraft hier. Aber mir hat es so ein bisschen gefehlt, dass ich nach Feierabend trotzdem noch ein bisschen was machen kann, was meine Kreativität fördert. Und so bin ich dann zu diesem Bullet Journaling gekommen. Ich habe einen Kalender, also ich brauche es nicht dafür, aber ich habe verschiedene Listen, die nicht in meinen Kalender passen. Und dafür finde ich das ganz, ganz toll. Ich zeige euch den einmal ganz kurz, auch wenn ihr da irgendwie ein Video haben wollt. Ist nichts Besonderes, auf gar keinen Fall, aber so sieht der aus. Natürlich ist der von Harry Potter. Und ich habe mir hier auch einen Index gemacht und dann erstmal alles aufgeschrieben, was für mich interessant ist. Und dann da zum Beispiel drin, welche Videos wann kommen, meine Videoideen. Und ich habe halt auch mal ein paar Bilder, also so kleine Skizzen gemalt, so ein bisschen rumgedudelt, mit Farben gespielt und auch mit Schriften, bei den Überschriften vor allem. Das ist jetzt nichts besonders Kreatives, aber trotzdem ist es irgendwie kreativ und etwas, was ich vorher nicht gemacht habe, was mir total Spaß macht und was gleichzeitig meiner Meinung nach auch noch sinnvoll ist. Deswegen macht es mir gerade mega Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die blauen Schatten sind irgendwie immer noch blau. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen von dem Bye Bye Under Eye Concealer in der Farbe Medium Tan auf mein Auge geben. Von It Cosmetics ist der. Aber ich glaube, der ist zu dunkel. Boah, das sind Welten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch sehen könnt, aber der Bye Bye Under Eye deckt so krass stark und man braucht so wenig davon und von dem von Laura Mercier braucht man echt viel und der deckt sehr, sehr wenig. Das scheint mir jetzt ein bisschen sehr viel, deswegen werde ich das Ganze jetzt fixieren, auch von Laura Mercier mit dem Loose Setting Powder in Translucent. Das habe ich auch schon öfter mal probiert, aber ich fand das irgendwie immer kacke. Aber weil das so viele Leute benutzen und darauf schwören, habe ich gesagt, ich muss das jetzt einfach nochmal probieren. Gebe ich auch auf mit meinem Beauty Blender. Und solange ich das aufgebe, erzähle ich euch weiter von meinem nächsten Goal, Ziel 2018. Und das ist, weiterhin 5-mal zum Sport zu gehen. Wie gesagt, wenn alles gut geht, dann heiraten wir 2018 und ich möchte dafür natürlich mich schön fühlen, mich wirklich fit fühlen und vor allem mich auch wohlfühlen im Kleid. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich mich in solchen Kleidern fühle, weil die ja oft auch super eng sind und so. Ja, auf jeden Fall habe ich im letzten Jahr damit angefangen. Ich habe davor 3-mal die Woche Sport gemacht, aber das hat bei meinem Körpertyp und an sich Typ nicht angeschlagen. Und mit den 5-mal ist es auf jeden Fall wesentlich besser. Deswegen will ich damit weitermachen und auch nach der Hochzeit trotzdem aktiv bleiben, weil ich einfach merke, dass mir das Spaß macht und dass mir das gut tut und dass das natürlich auch super wichtig ist, gerade bei einem Job, wie ich ihn habe, wo man den ganzen Tag nur im Büro sitzt und sich nicht bewegt. Und ja, deswegen finde ich das super wichtig. Solange das vor sich hin weckt, werde ich mich um den Bronzer kümmern und euch von meinem nächsten Ziel erzählen. Ich benutze von Givenchy Healthy Glow Powder in 03 mit dem Blush Brush von Bobbi Brown. Und ich habe von diesem Puder schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Und das, oh ja, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Es ist nicht so extrem, also nicht super dunkel oder so. Man kann eine normale Portion davon auftragen und dass es fleckig wird oder so. Das finde ich ganz schön und das hat auch so einen leichten Sheen, würde ich sagen. Also mein nächstes Ziel, einhergehend mit dem Thema aktiv sein, gesund sein und so weiter. Ich möchte 1,5 Liter am Tag mindestens trinken. Das klingt für die meisten jetzt super normal oder vielleicht sogar wenig, aber ich habe mein ganzes Leben schon extrem damit zu kämpfen. Ich habe irgendwie einfach nicht dieses Durstgefühl, also nur ganz, ganz selten. Und deswegen ist es insbesondere wichtig, dass ich mich irgendwie immer wieder motiviere zu trinken und mehr zu trinken. Und ich habe auch schon verschiedene Apps ausprobiert. Jetzt gerade habe ich aber eine, die ich wirklich jetzt seit Wochen durchgehend auch befülle und immer wieder gucke, wie viel hast du getrunken. Gestern habe ich über 2 Liter getrunken. Das war für mich so krass, yes. Und das will ich beibehalten, weil ich auch weiß, dass es mir dann viel besser geht, ich nicht so müde bin, nicht so schnell Kopfschmerzen bekomme, meine Haut besser ist, bla bla bla. Also Trinkwasser, Leute. Weiter geht's mit Rouge / weiterer Highlighter von NYX Away We Glow in der Farbe Shimmer Thrill. Absolute Inspiration war Luster Luxe, die hat den mehrmals gezeigt, ich glaube sogar in ihren
Jahresfavoriten. Auf jeden Fall mag ich voll ihre Make-ups und deswegen... der ist, ja, extrem pigmentiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, das muss ich gleich erstmal verblenden. Auf jeden Fall hat sie den empfohlen, mehrmals und als Favorit gezeigt. Deswegen wollte ich ihn ausprobieren und euch eigentlich von meinem nächsten Ziel erzählen, aber bin gerade leicht verwirrt und muss versuchen, das jetzt irgendwie zu verblenden. Wir versuchen das jetzt einfach zu ignorieren und machen erstmal weiter. Vielleicht wird es noch besser. Auf jeden Fall benutze ich jetzt erstmal von L'Oreal diese Pomade in der Farbe 301. Ich glaube, die habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wollte ich die nochmal probieren, weil ich mir einfach mit diesen Pomaden immer nicht sicher bin. Eigentlich sowas mir auch viel zu lange dauert im Alltag, aber ich habe momentan so eine ganz komische Lücke in meiner Augenbraue. Ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwas abgefackelt habe oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist sie da seit ein paar Tagen und geht einfach nicht weg. Es wächst einfach nicht. Solange ich mir also jetzt die Augenbrauen anmale, wollte ich euch von meinem nächsten Ziel erzählen. Und zwar ist es nicht mehr so viel, Milchprodukte zu mir zu nehmen. Ich war beim Arzt und mir wurde gesagt, ich habe keine Laktoseintoleranz. Aber das ist schon ein paar Jahre her und seitdem ist das Ganze noch ein bisschen detaillierter geworden, was die Tests angeht. Fakt ist, wenn ich normale Kuhmilch trinke, so kriege ich sofort Magenbeschwerden. Oder wenn ich zum Beispiel einen Frozen-Joghurt esse, das ist das Schlimmste, was ich essen kann, kriege ich wirklich 10 Sekunden später extreme Magenkrämpfe und könnte mich am liebsten hinlegen. Deswegen habe ich vor Jahren entschieden, dass ich versuche, darauf zu verzichten. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter. Ich muss sagen, dass ich eher auf Fleisch verzichten kann als auf Milch, was jetzt das Geschmackliche angeht. Ich liebe einfach Milchprodukte. Quark, Joghurt, Eis, Käse. Und deswegen fällt es mir echt nicht leicht, aber es ist halt eigentlich Quatsch, weil wenn es einem nicht gut tut, why? Ja, also das ist so mein Ziel, zumindest wenn ich hier zu Hause bin, nichts mehr mit Milch zu mir zu nehmen. Wenn man unterwegs ist draußen, ist es manchmal einfach nicht so einfach. Ich kämme mir das jetzt hier einmal durch und fixiere das Ganze mit dem NYX Control Free Brow Gel in Transparent. Ich suche immer noch nach dem perfekten Brauengel, was einfach die Haare da lässt, wo sie sein sollen. Habe ich bis jetzt irgendwie immer noch nicht gefunden. Und ich sehe hier gerade, dass das eine riesige Bürste ist. Also selbst für meine Augenbrauen, too much. Eigentlich hatte ich jetzt vor, mit der Zoeva Kaffeepalette zu spielen. Die sieht so aus. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie benutzt. Aber, und auch so mit Rottönen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob mir gerade danach ist. Ach, ich probiere es einfach mal. Wir sind ja hier da zum rumspielen und rumexperimentieren und nicht unbedingt, um den perfekten Look zu kreieren. Also seht es zumindest so als kleines Experiment. Ich benutze Nuanced History und den Eye Blender von Bobbi Brown und gebe mir das erstmal in die Lidfalte und erzähle von meinem nächsten Ziel. Das nächste Ziel ist, 10 Minuten am Tag aufzuräumen. Das habe ich, ich glaube, definitiv von Ella de Bee, die so ein Organisationsmanagement-Kanal hat und einfach, was das angeht, wirklich der absolute Pro ist. Und ich glaube, sie hat mal in einem Video gesagt, dass das schon super viel hilft, einfach für den Alltag und ein bisschen geordneter als Person an sich zu werden, wenn man wirklich sich einfach 10 Minuten nimmt, entweder wenn man nach Hause kommt oder morgens 10 Minuten früher aufstehen oder was auch immer. Und das fand ich einen super Tipp. Ich habe damit angefangen, aber irgendwann aufgehört. Und deswegen will ich das auf jeden Fall wieder anfangen, weitermachen und beibehalten. Ich gebe mir jetzt ein bisschen von dem Bronzer auch in die Lidfalte, weil ich das eigentlich immer ganz schön finde, wenn man das so ein bisschen aufgreift, was man auf dem Gesicht trägt. Irgendwie habe ich jetzt gerade nicht so Lust auf die Palette. Ich glaube, ich benutze einfach nochmal dieses Rouge Bronzer Highlighter Ding von NYX und gebe mir das einfach auf das bewegliche Lid. Das ist so ein komplett bronziger Look ist auf dem Auge. Ist halt einfach meins, ne? Ich komme da nicht raus aus diesem Look. Ich finde das einfach immer am schönsten bei mir. Ich frage mich ja auch, was ich zur Hochzeit tragen möchte. Ich habe echt keine Ahnung. Um es aber jetzt noch ein bisschen aufregender zu machen, benutze ich von Victoria Beckham für Estée Lauder das Eye Foil in Blonde Gold. Und ich glaube, das ist genau sowas, wie ich liebe. Sowas
Flüssiges fürs Auge, was so einen goldenen Schimmer hat. Und das sieht wunderschön aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sieht sehr schön aus. Ich bin gespannt, wie es auf dem Auge aussieht. Ich nehme mir so ein bisschen hier vom Deckel. Ist wahrscheinlich schon viel zu viel. Und gebe das aufs bewegliche Lid. Oh, ich habe gerade ein bisschen Angst. Wow, okay. Da braucht man auf jeden Fall sehr, sehr wenig von. Und mein nächstes Ziel, was ich habe, ist mehr zu lesen. Ich war ehrlich gesagt, als ich ein Kind war und Jugendliche, eine ziemliche Leseratte, habe sehr, sehr viel eigentlich gelesen und beispielsweise die Harry Potter Bücher verschlungen. Aber je älter ich wurde, desto weniger Zeit habe ich mir dafür genommen. Und das will ich auf jeden Fall ändern. Ich habe jetzt einige neue Bücher. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr definitiv 6 Bücher lesen möchte. Auch hier ist natürlich relativ. Es gibt wahrscheinlich Leute, die im Monat 6 Bücher lesen, aber ich nehme mir die Zeit einfach nicht. Ich kann da nicht mehr so runterkommen. Bevor es mit Mascara und so weitergeht, benutze ich ein Fixierspray. Das ist von Glam Glow Glow Setter Make-up Setting Spray. Und ich habe das noch nie benutzt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr fein. So fein, dass man das quasi überhaupt nicht merkt, dass irgendwas auf dem Gesicht ist. Ich gebe mir davon auch immer noch ein bisschen auf den Beauty Blender und verteile das unter dem Auge, dass es nicht ganz so trocken aussieht. Jetzt benutze ich ein Produkt, das bin ich sehr gespannt. Sowas hätte ich auch erfinden können. Und zwar ist es ein zweiseitiger Kajal von Victoria Beckham für Estée Lauder. Oh mein Gott, tut mir leid. Der Eye-Kajal in der Farbe Vanille und Java. Also einmal so ein nude-farbener Kajal. Auf der anderen Seite ist es so ein richtig schoki-braun. Und ich habe die gerade mal geswatcht und die waren so butterig. Bin sehr gespannt, wie der nude-farbene Kajal sich jetzt in meiner Wasserlinie verhält. Wow. Krass. Also der ist relativ dunkel. Aber den sieht man so krass auf der Wasserlinie. Damit habe ich richtig Probleme, weil das bei mir immer sehr, sehr wässrig ist. Meine Augen tränen ja sehr, sehr schnell. Und jetzt benutze ich die dunkle Farbe so ein bisschen bei der zweiten Hälfte vom Auge, würde ich sagen. Boah, sind die krass pigmentiert. Das ist ja Wahnsinn. Ich ziehe mir auch so einen leichten Lidstrich. Nur so. Aber das verdichtet das Ganze schon mal. Und ich gebe mir das auch so ein bisschen hier auf die obere Wasserlinie und hoffe, dass das sie nicht abstempelt. Könnte wahrscheinlich einheitlicher sein, aber ich bin okay damit. Beauty, jetzt werde ich mir die Wimpern biegen. Dafür benutze ich die Bobbi Brown Wimpernzange und erzähle euch von meinem vorletzten Ziel. Und das ist, mehr organisiert beim Arbeiten zu sein. Ihr müsst wissen, ich bin mit dem Organisationsmensch Number One zusammen. Pablo ist wirklich der Meister der Excel-Tabellen. Also ohne Scheiß, wenn jemand irgendwie Probleme mit Excel hat, kommt zu ihm. Ja, er hat mir einfach extrem geholfen, was genau solche Tabellen angeht und organisierter zu sein. Auch zum Beispiel, was meine Finanzen angeht, das mehr zu trennen und so weiter und so fort. Also er hilft mir da sehr, sehr und deswegen will ich da auf jeden Fall organisiert dranbleiben und nicht irgendwas anfangen und dann wieder schleifen lassen, zum Beispiel ausfüllen von solchen Tabellen. Ich benutze jetzt von L'Oreal 4/Lash Superstar X Fiber Mascara. Ist mit 2 Phasen, das ist hier die erste Phase. Ja. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt auch, wie gesagt, diesen Bullet Journal und da sind ja auch lauter Listen drin, die regelmäßig ausgefüllt werden müssen. Und da möchte ich auch dran festhalten, weil mich nervt nichts mehr, als wenn ich irgendwas anfange und dann irgendwie plötzlich aufhöre. Und das ist auf jeden Fall schon ein, zweimal passiert. Die zweite Phase hat jetzt sozusagen diese Fiber und die legen sich um die Wimpern drumherum, dass das Ganze länger und fülliger aussieht. Ich hoffe, ihr könnt das gerade sehen, aber das ist echt ein schönes Ergebnis. Ich erzähle euch noch kurz, solange ich hier mein zweites Auge tusche, beziehungsweise meine Wimpern vom zweiten Auge, von meinem letzten Ziel jedenfalls. Und das letzte Ziel ist, dieses Jahr nach Australien zu reisen. Das ist der Kontinent, also ich meine, klar, ich war noch nicht Arktis, Antarktis, aber ansonsten der einzige Kontinent, auf dem ich jetzt noch nicht war. Und das will ich auf jeden Fall ändern, auch wenn ich ganz, ganz dolle Angst habe vor dem Flug. Aber ja, ich habe ja jetzt schon einige schlimme Flüge hinter mir, deswegen denke ich, das schaffst du irgendwie auch. Und ich denke, dass es sich auf jeden Fall lohnen wird.
Wir wissen noch nicht, wohin unsere Flitterwochen gehen. Ob wir das sozusagen kombinieren oder ob wir sagen, wir wollen sowas Klischee-mäßiges am Strand einfach entspannen und nichts machen, obwohl wir das immer nur so ein bisschen aushalten und dann doch ein bisschen Kultur haben wollen. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob sowas wie Malediven was für uns wäre, weil mit super mega Kultur hast du es ja dann nicht. Also falls ihr da irgendwie Empfehlungen habt, sagt gerne Bescheid. Eigentlich habe ich überlegt, sowas wie Tulum, Cancun, aber ich weiß nicht. Ein wenig von der ersten Phase sozusagen, von diesem Mascara, gebe ich jetzt auf die unteren Wimpern. Als letztes noch die Lippen. Ich benutze von Bobbi Brown den Lip Pencil in der Farbe Beige. Das ist so ein Nude, was man für alles eigentlich benutzen kann. Und das sieht jetzt wahrscheinlich komisch aus, aber das letzte Produkt ist auch von Victoria Beckham x Estée Lauder. Man merkt, ich habe ein Paket von denen zugeschickt bekommen. Auf jeden Fall ist das Victoria. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich mag den Stil von ihr sehr, sehr gerne. Und es ist auf jeden Fall dunkler, als ich erwartet habe. So ein moviges, sehr kühles Braun. Und das ist der fertige Look. Es ist eher ein Experiment. Ich habe die Sachen, wie gesagt, teilweise noch gar nicht ausprobiert. Aber es ging ja auch eigentlich eher um das Thema. Und ich hoffe, dass euch gefallen hat, dass ich euch so ein bisschen über meine Ziele erzählt habe. Schreibt mir, wie gesagt, unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr ein ganzes Style & Talk zum Thema Hochzeit, wie es gerade aussieht und so weiter sehen wollt oder nicht. Dann ist es auch gar kein Problem. Vielleicht mache ich einfach nach der Hochzeit nochmal ein Video, wo ich dann sage, das kann ich empfehlen, das nicht. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!